Wie kommt es eigentlich zu Neid und Rivalität bei Narzissten? Und warum wird das so extrem ausgelebt? Es ist doch ein Paradox. Auf der einen Seite streben Narzissten nach Beziehungspartnern, die etwas darstellen im Leben, die Ruhm, Macht, Einfluss, Reputation und Erfolg haben. Und auf der anderen Seite? Schon nach kurzer Zeit fangen sie an, ihre Beziehungspartner zu demütigen, abzuwerten und klein zu machen. Ich bin Professor Ashok Rim und will mit Ihnen ergründen, warum Narzissten dieses rätselhafte Verhalten zeigen und was da wirklich dahinter steckt. Das wird Ihnen eine große Klarheit verschaffen und eine bedeutsame Erkenntnis bringen. Versprochen. Wenn wir uns dem Thema nähern wollen, müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass Narzissten durch drei Gefühle maßgeblich beherrscht und getrieben werden. Das sind Scham, Wut und Neid. Neid ist ein komplexes Gefühl, das oft auftritt, wenn eine Person wahrnimmt, dass jemand anderes etwas besitzt oder erreicht hat, was sie selbst begehrt oder für wertvoll hält. Dies kann sich auf materielle Dinge, Fähigkeiten, Beziehungen oder Erfolge beziehen. Neid involviert typischerweise eine Kombination aus Begierde nach dem, was die andere Person hat, und Unzufriedenheit mit der eigenen Situation. Es gibt einige Schlüsselelemente, die den Neid als Gefühl im Allgemeinen charakterisieren. Erstens, was brauchen wir dazu? Vergleich. Neid entsteht aus dem Vergleich der eigenen Situation mit der von jemand anderen, wobei der Fokus auf einem wahrgenommenen Mangel oder Defizit bei sich selbst liegt. Wir brauchen Begehren. Es besteht ein starkes Verlangen nach dem, was die andere Person hat, sei es ein Objekt, eine Eigenschaft oder eine Lebenssituation. Wir brauchen Minderwertigkeitsgefühle. Häufig führt Neid zu Gefühlen der Minderwertigkeit, Unsicherheit oder Selbstzweifel, da die Person das Gefühl hat, im Vergleich zu anderen nicht zu genügen. Ressentiment. Neid kann auch mit Gefühlen des Grolls oder der Feindseligkeit einhergehen. Insbesondere, wenn die Person glaubt, dass sie das Begehrte genauso verdient hätte oder wenn sie die andere Person für ihren Vorteil oder Erfolg als ungerechtfertigt betrachtet. Neid, und das muss man dazu sagen, ist nicht immer destruktiv. Neid kann auch eine motivierende Kraft sein, die Menschen dazu anregt, ihre eigenen Umstände zu verbessern oder sich für ihre Ziele stärker einzusetzen. Jedoch, wenn Neid unkontrolliert bleibt, kann er zu negativen emotionalen Zuständen und zwischenmenschlichen Konflikten führen. Es ist wichtig, Neid von ähnlichen Gefühlen wie zum Beispiel Eifersucht zu unterscheiden. Während Neid das Verlangen nach etwas beinhaltet, das jemand anderes hat, basiert, wie jetzt in meinem Beispiel die Eifersucht, auf der Angst, eine Beziehung oder etwas Wertvolles an jemand anderen zu verlieren. Das Gefühl des Neids bei Narzissten hat einige spezifische Eigenheiten, die durch die narzisstische Persönlichkeitsstruktur bedingt sind. Narzissmus ist ja charakterisiert durch ein überhöhtes Selbstbild, ein tiefes Bedürfnis nach Bewunderung und oft eine mangelnde Empathie für andere. Diese Eigenschaften können die Art und Weise beeinflussen, wie Narzissten Neid erleben und darauf reagieren. Nämlich Nummer 1, Intensität und Häufigkeit. Narzissten können Neid intensiver und häufiger erleben als Nicht-Narzissten. Dies liegt daran, dass sie dazu neigen, ihren Wert und ihren Status im Vergleich zu anderen ständig zu bewerten. Wenn sie wahrnehmen, dass jemand anderes überlegene Eigenschaften, Erfolge oder Besitztümer hat, kann das leicht ihr Bedürfnis nach Überlegenheit und Bewunderung bedrohen und intensive Neidgefühle auslösen. Zweitens, Empfindlichkeit gegenüber Bedrohung des Selbstbilds. Narzissten reagieren besonders empfindlich auf wahrgenommene Bedrohungen ihres Selbstbilds oder Status. Neid kann bei ihnen daher zu starken emotionalen Reaktionen führen, einschließlich Wut und Aggression. Insbesondere, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Selbstwertgefühl direkt angegriffen wird. Dann gibt es einen Punkt, den nennen wir externe Attribution. Narzissten neigen dazu, die Ursache ihres Neides auf äußere Faktoren, also extern, und nicht auf ihre eigenen Unsicherheiten oder Mängel zu schieben. Sie können andere für ihre eigenen Gefühle des Neides oder ihre Unzufriedenheit verantwortlich machen
und dabei ihre eigenen Anteile an der Situation ignorieren. Und wir haben hier destruktive Reaktionen. Während Neid konstruktiv genutzt werden kann, ich hatte es ja schon gesagt, um persönliches Wachstum zu fördern, tendieren Narzissten dazu, auf destruktive Weise auf ihren Neid zu reagieren. Sie können versuchen, die Person, auf die sie neidisch sind, herabzusetzen oder zu sabotieren, um ihr eigenes Gefühl der Überlegenheit wiederherzustellen. Und schließlich, und das ist ganz, ganz wichtig für unsere weiteren Überlegungen, Konkurrenzdenken, Rivalität. Narzissten sind oft stark wettbewerbsorientiert und können andere Menschen primär als Rivalen sehen. Ihr Neid ist eng mit dem Wunsch verknüpft, der Beste oder Bewunderndste zu sein. Daher kann der Neid bei Narzissten oft einen aggressiveren und wettbewerbsorientierten Charakter annehmen. Narzisstisches Konkurrenzdenken ist ein Phänomen, das eng mit der Persönlichkeitsstruktur und dem Selbstbild von Personen mit narzisstischen Zügen verbunden ist. Menschen, die stark narzisstische Merkmale aufweisen, wissen wir ja, überhöhtes Bedürfnis nach Bewunderung und Anerkennung und geringere Empathiefähigkeit gegenüber anderen. Das führt zu einer Weltanschauung, in der Konkurrenz und Vergleich mit anderen zentrale Elemente sind. Hier sind einige Schlüsselaspekte des narzisstischen Konkurrenzdenkens. Übersteigertes Bedürfnis nach Superiorität. Narzissten streben danach, sich als überlegen, also superior, zu fühlen und von anderen als solche wahrgenommen zu werden. Dieses Bedürfnis treibt sie an, in ständiger Konkurrenz mit anderen zu stehen, um ihre Überlegenheit zu beweisen. Konkurrenz als Selbstwertquelle. Das Selbstwertgefühl von Narzissten ist oft eng an ihre Leistung und im Vergleich mit anderen gebunden. Erfolg in der Konkurrenz mit anderen wird als Bestätigung ihres Selbstbildes und ihrer Überlegenheit gesehen. Empfindlichkeit gegenüber Bedrohung des Selbstbildes. Narzissten reagieren besonders empfindlich auf Situationen, die ihr Selbstbild oder ihren Status als überlegen in Frage stellen. Dies kann zu intensiven Reaktionen führen, wenn sie sich in einer Konkurrenzsituation als unterlegen wahrnehmen. Manipulatives und ausbeuterisches Verhalten. Um in Konkurrenzsituationen zu triumphieren, können Narzissten zu manipulativen und ausbeuterischen Verhaltensweisen neigen. Sie sind möglicherweise bereit, ethische und moralische Grenzen zu überschreiten, um sicherzustellen, dass sie als Sieger hervorgehen. Mangel an Empathie. Wir müssen nochmal drüber sprechen. Das narzisstische Konkurrenzdenken ist oft von einem Mangel an echter Empathie für andere begleitet. Narzissten können die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen ignorieren oder unterbewerten. Insbesondere, wenn diese im Widerspruch zu ihren eigenen Zielen und dem Wunsch nach Überlegenheit stehen. Schwierigkeiten bei der Bindung gesunder Beziehungen. Die ständige Konkurrenz und das Bedürfnis, andere zu übertreffen, können es für Narzissten schwierig machen, gesunde, gleichberechtigte Beziehungen zu pflegen. Ihre Beziehungen sind oft geprägt von Konflikten, Wettbewerb und einem Mangel an gegenseitiger Unterstützung. Insgesamt ist das narzisstische Konkurrenzdenken, diese Rivalität, ein komplexes Verhaltensmuster, das tief in der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur verwurzelt ist. Es kann zu erheblichen zwischenmenschlichen Problemen führen und bedarf oft professionelle Unterstützung, um gesündere Bewältigungsstrategien und ein ausgewogeneres Selbstbild zu entwickeln. Die Forschung hat gezeigt, dass Narzissmus in zwei Dimensionen unterteilt werden kann, nämlich narzisstische Bewunderung und narzisstische Rivalität. Diese beiden Dimensionen bedienen das zentrale narzisstische Ziel, ein grandioses Selbstbild aufzubauen und zu erhalten, tun dies jedoch durch unterschiedliche Prozesse. Die beachtenswerte Studie von Wurst et al. Ist so ein lateinischer Zusatz in der Wissenschaft, der aussagt und andere, aus 2017, hat gezeigt, dass die narzisstische Bewunderung durch das Streben nach sozialer Bewunderung gekennzeichnet wird, was zu assertivem, also durchsetzungsstarken Selbstförderungsverhalten führt. Diese Dimension ist insbesondere in kurzfristigen romantischen Beziehungen
mit einer höheren Anziehungskraft verbunden, da sie das positive Selbstbild des Narzissten durch externe Bewunderung stärkt. Buck et al. Haben sich 2013 intensiv mit der narzisstischen Rivalität befasst. Dieser Studie zufolge umfasst narzisstische Rivalität hingegen Tendenzen, sich gegen eine negative Selbstwahrnehmung zu schützen, indem andere abgewertet werden. Dieser Aspekt führt oft zu langfristigen romantischen Problemen, da der Fokus auf der Konkurrenz und der Abwertung anderer liegt, was zu antagonistischem, also gegensätzlichen Verhalten führt. Diese zweidimensionalen Ansätze helfen, die unterschiedlichen Auswirkungen von Narzissmus auf zwischenmenschliche Beziehungen zu verstehen. Während die narzisstische Bewunderung kurzfristig zu Erfolgen in Beziehungen führen kann, ist die narzisstische Rivalität oft mit langfristigen Problemen verbunden, da sie zu einem höheren Konfliktpotenzial und geringeren zwischenmenschlichen Fähigkeiten führt. In Bezug auf die Rivalität zeigt die Forschung zum Beispiel in der tollen Studie von Benson et al. Aus 2018, dass narzisstische Rivalität negative Auswirkungen auf die psychosoziale Funktionsfähigkeit haben kann, indem sie zu zwischenmenschlichen Konflikten, einem geringeren Engagement in romantischen Beziehungen und einer geringeren emotionalen Regulation führt. Der Narzisst lässt sich gehen. Zum Beispiel zeigt diese Studie, dass narzisstische Rivalität zu mehr negativen Sichtweisen auf die Fähigkeit von Gruppenmitgliedern führt und die Tendenz erhöht, die Gruppe zu verlassen oder Gruppenmitglieder auszuschließen, insbesondere in Reaktion auf individuellen Erfolg in Kombination mit Gruppenversagen. Und weil ich bei Ihnen, liebe Zuschauer, auch immer ein starkes Interesse an der Psychoanalyse feststellen konnte, hier noch kurz die psychoanalytische Sicht. Die Psychoanalyse bietet eine einzigartige Perspektive auf die narzisstische Rivalität, die sich teilweise bis wesentlich von der Sichtweise der modernen psychologischen Forschung unterscheidet. Psychoanalytiker wie Otto Kernberg und Heinz Kohut haben die narzisstische Rivalität tiefgehend erforscht und bieten Einblicke in die inneren Konflikte und Dynamiken, die Narzissten erleben. Otto Kernberg sieht die narzisstische Rivalität als Ausdruck einer tiefgreifenden Identitätsstörung und Selbstwertproblematik. Kernberg zufolge haben Narzissten eine grandiose Selbstwahrnehmung, die sie durch Abwertung anderer aufrechterhalten. Diese Rivalität spiegelt einen inneren Konflikt wider, bei dem das narzisstische Individuum bestrebt ist, sein grandioses Selbstbild gegen jede Bedrohung zu verteidigen. Diese Dynamik führt oft zu problematischen zwischenmenschlichen Beziehungen, der Narzisst ständig in einem Wettbewerb mit anderen steht, um seine Überlegenheit zu beweisen und seine inneren Zweifel zu beruhigen. Heinz Kohut betrachtete Narzissmus durch das Prisma der Selbstpsychologie, die er übrigens auch entworfen hat, und sah die narzisstische Rivalität als Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses nach Spiegelung und Idealisierung. Nach Kohut entsteht narzisstische Rivalität, wenn die Umwelt des Narzissten nicht ausreichend Bewunderung und Anerkennung bietet, die für die Aufrechterhaltung eines kohäsiven, also stimmigen Selbstgefühls notwendig sind. Kohut glaubte, dass die Rivalität ein Versuch ist, diese unerfüllten Bedürfnisse durch die Abwertung anderer zu kompensieren, was letztendlich zu einem Gefühl der Leere und Unzufriedenheit führt. Während Kernberg die narzisstische Rivalität als Ausdruck einer tiefgreifenden Pathologie, also einer Krankheit, betrachtet, sieht Kohut sie als Versuch, ein fragiles Selbstgefühl zu stärken. Beide Ansätze erkennen jedoch die zentrale Rolle der Rivalität im Leben narzisstischer Individuen an und betonen die Notwendigkeit therapeutischer Interventionen, die darauf abzielen, das Selbstwertgefühl zu stärken und gesündere Beziehungsformen zu entwickeln. Diese psychoanalytischen Perspektiven bieten wichtige Einblicke in die Komplexität der narzisstischen Rivalität und unterstreichen die Bedeutung eines tieferen Verständnisses der inneren Welt von Narzissten, um, so dafür waren sie gedacht, effektive Behandlungsansätze zu entwickeln. Für uns ist aber wichtig, dass dieser innere und tiefe Blick in die Welt des Narzissten
uns eine grundlegende Gewissheit, und damit sind wir bei der bedeutsamen Erkenntnis, von der ich eingangs gesprochen hatte, liefern kann. Wenn nämlich das Gefühl des Neids so tief in einem Narzissten verwurzelt ist, dass es zwangsläufig zu Konkurrenzdenken, zur Rivalität, zur Abwertung und Demütigung kommen muss, dann gibt es nichts, was Sie als Betroffene tun können, um dieses zu verhindern. Natürlich können Sie sagen, wenn ich mein eigenes Selbst völlig aufgebe, meine eigene Identität ausradiere, wenn ich mich völlig unterwerfe, dann kann es ja nicht zur Rivalität kommen. Und dann müsste ich sogar sagen, Sie haben recht. Die Frage ist bloß, wollen Sie wirklich als willenloser Sklave dahin vegetieren? Und Ihr einziger Daseinszweck ist es, dem Narzissten seine Bewunderung zu liefern, die er braucht? Ich denke mal nicht. Würde sowieso nur so lange gut gehen, bis Sie unspannend geworden sind und der Narzisst sich ein neues, spannenderes Opfer sucht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als anzuerkennen, dass die narzisstische Rivalität nichts mit Ihrem Verhalten zu tun hat oder dass Sie es provoziert haben oder eine Mitschuld daran tragen. Und damit können Sie sich zumindest auf rational-kognitiver Ebene von Schuldgefühlen trennen und stattdessen Ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken und damit auf Selbstfürsorge, Selbstschutz und der Ausarbeitung des Trennungsplans. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, gönnen Sie ihm bitte ein Like, unterstützen Sie die Arbeit dieses Kanals mit Ihrem Abo und schreiben mir in den Kommentaren Ihre wertvollen Meinungen und Erfahrungen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Professor Ashok Riem.